Erst vor einigen Tagen wurde ein neuer Star Wars Comic mit dem Titel Thrawn released. Im Endeffekt ist dies nur die bildhafte Adaption des kanonischen Thrawn Buches. Jedoch eben mit Bilder versehen, was das Ganze für mich um einiges angenehmer macht, Videos darüber zu machen. Und heute stelle ich euch vor, wie Großadmiral Thrawn auf Imperator Palpatine traf. Wir befinden uns auf einer unbekannten Welt in den unbekannten Regionen. Das Imperium durchsucht den Planeten nach Schmugglern. Stattdessen finden sie Container mit einer für sie unleserlichen Inschrift darauf. Es war das Lager von Thrawn, welches sich auf dem Planeten aufhielt. Er spielte ein wenig mit den Imperialen, um herauszufinden, was ihre Rüstungen so drauf haben. Dann tötete er eine Sturmtruppe heimlich, zog deren Anzug an und versteckte sich in einem seiner Container, welche vom Imperium auf ihr Schiff gebracht wurden, um sie dort zu untersuchen. So gelangte Thrawn getarnt als Sturmtruppe auf den imperialen Kreuzer. Seine Tarnung fiel jedoch auf, als er nach einer Identitätskontrolle gefragt wurde. Natürlich wurde er sofort von dem Captain des Schiffes ausgefragt, was er hier mache und ob er auf dem Planeten abgestürzt sei. Thrawn jedoch verneinte diese Antwort und behauptete, dass er von seinen Leuten dorthin ins Exil geschickt wurde. Die Imperialen wussten, dass es sich bei Thrawn um einen Schiss handelt. Eine eher unbekannte Spezies, welche man eigentlich nur aus Mythen und Legenden kennt. Sie sollen jedoch zu den besten Kriegern der Galaxis zählen. So wurde er von einem Übersetzer, denn Thrawns Basic war zu diesem Zeitpunkt noch nicht so wirklich prickelnd, in seiner Zelle verhört. Man könnte jedoch schon fast sagen, dass sich die beiden anfreundeten, und der Schiss erkannte sofort, wie unzufrieden der Imperiale mit seiner Position eigentlich war. Außerdem zeigte er Interesse an dem Imperium. Natürlich wollte der Captain des imperialen Kreuzers den Imperator von seinem Fund berichten, wahrscheinlich um selbst davon zu profitieren, und so wurde Thrawn nach Coruscant gebracht. Ein Exemplar dieser mystischen Spezies sollte ein Geschenk für Palpatine sein, aber Thrawn sagte selbst, dass er kein Geschenk sei, sondern eine Ressource, etwas, was der Imperator noch nie gesehen hat und nie wieder sehen wird. Der Schiss bietet dem Imperium seine militärischen Fähigkeiten und sein Wissen über die unbekannten Regionen an. Als Gegenleistung verlangte er lediglich, dass sein Volk vom Imperium berücksichtigt werden würde. Der Imperator fragte, was seine Garantie wäre, dass er auch das tut, was er sagt, und Thrawn antwortete, sein Wort. Und dass Palpatines Diener die Stärke seines Gelübdes bestätigen kann. Mein Diener, dachte Palpatine. Thrawn sprach von einem Jedi-Ritter namens Anakin Skywalker, welchen er in den Klonkriegen begegnet ist. Anakin erzählte damals noch Kanzler Palpatine von den außerordentlichen Fähigkeiten von Mythraw Nerudo, Thrawns echten Namen, und so wurde er als erster Nicht-Mensch in die Imperiale Akademie aufgenommen. Jedoch war's das schon mit dem Video. Wenn ihr hier links klickt, erkläre ich euch, warum das Imperium eigentlich die Wookies versklavte. Rechts, ob die Separatisten die Klonkrieger hätten gewinnen können, und wenn ihr in die Mitte klickt, könnte man den Kanal abonnieren. Vielen Dank fürs Zusehen und vergesst nicht, möge die Macht mit euch sein.